Hallo, meine Lieben. Ach, das ist wieder so ein spontanes Ding jetzt gerade. Ich habe meine fluffige Jacke an. Es war ein echt kalter Tag heute mit kalten Spaziergängen, mit viel Wind, der echt auch kalt war. Und ich sitze da so gerade da und mache all das Zeug, das man halt so macht. Und ich habe gerade gedacht an eine Session, die ich heute hatte. Mit jemandem bei mir zu Hause, mit viel Körperarbeit und auch viel Reden. Und wir sind irgendwie drauf gekommen, wir beiden, dass diese Person gerade in so einer Wolkenwelt ist. Sowas kommt aber euch hoch, wenn ihr hört, da ist jemand in der Wolkenwelt, also in so einer wattigen Welt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Das ist so eine Welt, in der man sehr verletzlich ist und in der man das Gefühl hat manchmal, dass die Außenwelt zu schwer ist. Und gleichzeitig ist man in seiner eigenen wattigen Welt und es macht nichts, was da draußen ist. So, ich habe, als wir so geredet haben bei der Session, ich habe mir so gedacht, ich bin oft in dieser wattigen Welt. Und diese wattige Welt, diese wattige Wolkenwelt, ich liebe Alliterationen, ihr habt schon gemerkt, ist nichts Schlimmes, ist nichts Böses. Das ist irgendwas, das wir kennen, in dem wir uns wohlfühlen und das uns nicht unserer Kraft beraubt. Es scheint irgendwie nur so zu sein, dass wir in dieser wattigen Wolkenwelt eigentlich ganz bei uns sind, im Moment sind, in dem Moment, wo alles gut ist. Und das, was da draußen auf uns wartet, fast scheint wie nicht real. Und das ist nicht schlecht. So, alles, was da draußen ist, was wir sonst für wichtig erachten und wahr erachten und real, ist dann plötzlich gar nicht mehr real in unserer wattigen Wolkenwelt. So versteht mich nicht falsch. Das ist nichts, wo man vermeidet oder wo man sich zurückzieht. Das ist nur irgendwie, wo man weiß, wer man ist. Und man selbst ist so verletzlich, so offen. Ach, ja. Ich weiß nicht, kriegt ihr das? Das ist irgendwie so ein bisschen jenseits von dieser Welt. Und die Person, die Freundin, mit der ich diese Session heute hatte, hat gerade was überlebt. Große Herausforderungen, Krankheit, der Körper hat schlapp gemacht. Und jetzt ist sie in dieser wattigen Wolkenwelt, wo sie es geschafft hat, wo sie was anderes gewählt hat, wo sie aus ihrem Universum heraus für sich selbst eine andere Realität kreiert hat. Und für mein Empfinden ist es tatsächlich so, das sind die Momente im Leben, wo wir wachsen, wo wir wissen, wer wir sind. Wir haben was geschafft, wir haben was überlebt. Wir sind durch irgendein Tor gegangen. Und es ist einfach nicht gut genug, was da draußen ist, bevor wir nicht aus unserer Wolkenwelt etwas anderes kreieren. Und das ist dieser Moment fast des Stillstands, möchte ich sagen. Aber nicht Stillstand im Sinne von Stagnation, sondern Stillstand im Sinne von im Moment sein, in dem sich bewusst werden, wer man gerade ist, wo man gerade ist. Sich bewusst werden, wie verletzlich man ist. Aber verletzlich nicht im Sinne von jeder Trottel kommt daher und verletzt mich, sondern dieses, wenn man roh ist, ja, wenn man alles wahrnimmt, wenn man auf sich schaut, wenn man nicht die Dinge wahr macht, die da draußen sind, sondern wenn man weiß, ich weiß da was plötzlich, was über das hinausgeht, was ich bisher geglaubt habe zu wissen, was alle anderen zu wissen meinen. Und dann aus diesem Zustand heraus für sich eine neue Realität kreiert. Und
ich habe sie nicht gedrängt, aus diesem Zustand rauszugehen. Ich habe sie eher ermutigt, in diesem Zustand zu bleiben. Weil für mich sind das die Momente, die Zeiten, in denen wir uns neu aufstellen, in denen wir anfangen, zu beginnen, zu starten, was das ist, was wir haben wollen. So, das war jetzt echt nur so kurz. Macht euch nicht verkehrt, ja, für in welchem Zustand auch immer ihr seid. Aber seid euch bewusst, es gibt diese Momente für jeden von uns, wo wir in dieser wattigen Wolkenwelt sind, wo wir genau wissen. Und wo es sich manchmal zu gemein anfühlt, da rauszugehen, weil da draußen Dinge sind, die wir nicht haben wollen. Und was, wenn wir uns in dieser wattigen Wolkenwelt wohlfühlen und aus dieser Kraft, die wir aus dem schöpfen, in dem wir gerade sind, etwas für uns kreieren, das wattig bleibt, nämlich sich beschützt fühlen, sich gut fühlen, sich wunderbar fühlen, wissen, dass da was anderes möglich ist. Ja. So, das könnte eins der Werkzeuge sein, ehrlich. In welcher Welt bin ich gerade? Und funktioniert die für mich? Und was mache ich verkehrt an der Welt, in der ich gerade bin? So, das ist heute ein neues Werkzeug, das ich entdeckt habe, gemeinsam mit meiner Freundin, Klientin. Dieses sich ausdehnen, sich wohlfühlen in dieser wattigen Wolkenwelt. Und ich habe heute so, ich habe heute ein Newsletter ausgeschickt mit unter anderem meiner vierten Runde 7 Tage, 7 Tools, wo ich jeden Morgen mich eintune in was will die Gruppe und ein neues Werkzeug präsentiere. Und manchmal kommen die Werkzeuge von ganz allein und sind immer neu. Nicht wirklich neu, wirklich ins Bewusstsein gekommen. So, wenn ihr Lust habt, es beginnt am 4. Februar, glaube ich, für eine Woche. Da sehe ich euch live auf Facebook, jeden Morgen in unserer Gruppe. Und ich mache ein Live und mache eine Meditation, mache eine Übung, habe ein Werkzeug für euch für den Tag und für weit darüber hinaus. Und ich bin so dankbar für diese Momente, wo neue Tools kommen, neue, nichts ist neu, neue Tools kommen, neues Gewahrsein, andere Worte für das, was wir eh schon wissen. So, fragt euch vielleicht ab jetzt, welche wattige Wolkenwelt habe ich vermieden, habe ich ignoriert, habe ich beiseite gelassen, weil ich sie bewertet habe als nicht gut genug. Und tatsächlich ist es genau mein Raum, der Raum, aus dem heraus ich gerade kreiere. So, danke fürs Zuschauen und so was immer eure wattige Wolkenwelt ist, macht sie nicht verkehrt, schwelgt darin, genießt sie und seid euch immer bewusst, dass ihr diejenigen seid. Boah, dass ihr diejenigen seid für euch. Und niemand sonst. So, schönen Abend euch. Bis bald.